Die Antenne. Interview. Willkommen zurück, liebe Zuhörer, bei unserem heutigen Antenna-Special zum Sprungbrett-Wettbewerb. Die Bands Naked Superhero und Piccadilly Backpackers haben im ersten Teil der Sendung schon gezeigt, welches Potenzial bei den Teilnehmern des Band-Contests vorhanden ist. Wir haben jetzt aber noch zwei weitere Sprungbrett-Akteure im Studio, und zwar Ron Jambo und Diffused. Bevor wir uns gleich aber ins nächste Interview machen, möchte ich noch einen kurzen Hinweis auf die Workshop-Reihe geben, die parallel zu den Konzerten im Rahmen des Wettbewerb-Zeitraums läuft. Im Dezember wurden die Themen Do-It-Yourself-Labels und Booking behandelt und viele Fragen rund ums Musikbusiness beantwortet. Dieses Wochenende steht alles unter dem Motto Technik. Gestern gab es einen Recording-Workshop im Westend-Studio, heute wurde im Live-on-Stage-Kurs eine gute Bühnen-Performance geübt und morgen wird ein optimiertes Soundcheck-Training geprobt. Im Februar gibt es den dritten Block, dazu nachher aber gleich mehr. Die Jungs von Ron Jambo sind jetzt nämlich schon da, eine weitere Band, die Juroren und Zuschauer bei der Vorrunde des Sprungbrett-Wettbewerbs begeistert hat und die somit im Februar zur Hauptrunde wieder auf der Bühne steht. Herzlich willkommen, Ron Jambo. Hallo Julia. Servus. Jungs, wie geht's euch und wie ist denn so das Jahr 2012 bis jetzt für euch? Ja, arbeitsreich würde ich sagen. Arbeitsreich, aber uns geht's erstmal prima. Also wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Und ja, das Jahr 2012 startet für uns quasi mit ein bisschen Arbeit, weil wir jetzt noch in der Fertigstellung unseres Albums, da sind wir jetzt gerade so ein bisschen beschäftigt damit. Sehr gut, fleißig, fleißig. Ja, ja. Und der Release-Termin ist eben jetzt der 20.01. Und da freuen wir uns drauf, ja. Nicht schlecht. Eine Woche noch und dann Richtig. Haut ihr das Ding raus. Stellt euch doch vielleicht mal kurz vor. Wie heißt ihr? Woher kennt ihr euch? Und ja, wie ist diese Band zustande gekommen? Wie haben wir uns kennengelernt? Jetzt sag erst mal, wer du bist. Achso, ja. Ja, mein Name ist Olli Krausemann. Okay. Ich bin der Basser der Band und eigentlich auch der Mitgründer der ganzen Geschichte. Wir haben auch dabei den Tobi am Gesang. Hallo. Und an der Gitarre. Wir zwei haben uns Ende 2008... Na? Na? Ich sollte mir die Daten besser merken. Ende 2009. Warst du spät? Ja. Gut. Ende 2009 haben wir uns quasi kennengelernt und haben überlegt, wir gründen jetzt eine Band. Wir haben musikalisch die gleichen Interessen. Wir wissen, wo wir hinwollen. Und dann ging's los. Und Andi ist dann letztes Jahr, Mitte 2011 dazu gestoßen. Wann bist du hinzugekommen? Der Frischling in der Band. Richtig, ja. Im März, wenn ich mir recht entsinne. Ja, im März 2011. Kurz Info, ich bediene das Schlagwerk. Alles klar. Genau. Sehr schön, ja wunderbar. Ihr bezeichnet euren Sound ja einfach nur als BAM, habe ich gelesen. Richtig, genauso wie auch das Album jetzt heißt, was am 20. rauskommt. Das wollten wir eigentlich noch nicht verraten, aber wir das können quasi jetzt so die Premiere jetzt im Radio sagen. Unser Album heißt BAM. Schön, dass du mir das jetzt erst sagst. Ach, das passiert öfter mal, dass hier so Geheimnisse ausgeplaudert werden und wir freuen uns dann immer, dass wir die Ersten sind, die das erfahren dürfen. Richtig. Was genau darf man sich denn unter BAM vorstellen musikalisch? Es ist der Ron Jambo Eigensound. Okay. Also wir, das sind wir. Man kann das einfach definitiv damit mit diesem Titel Ron Jambo BAM. Um es noch ein bisschen genauer zu fassen, das ist schneller Indie, dann gehörige Portion Groove und ordentlich Rock. Also eine bunte Mischung. Genau, also weil es sowas vorher noch nicht gab, was jede Band von sich behauptet, ja. Nennen wir das einfach jetzt BAM. Sehr gut, sehr gut. So poppiger, tanzbarer Sound, wie ihr ihn jetzt so beschreibt und ein Herz im Logo hat für mich jetzt aber mit diesem Actionhelden John Rambo nichts zu tun. Mit dem habt ihr auch nichts am Hut, oder? Ich hab ihn mal getroffen. Du hast ihn mal getroffen? Das ist eine Lüge, aber nein, wir haben rein gar nichts mit dem Herrn Rambo zu tun. Deswegen verulpen wir auch seinen Namen so ein bisschen, insofern, wow. Alles klar. Wie viele Songs erwarten uns denn auf dem Album, was am 20. Januar rauskommt? Ich würde sagen, das verraten wir nicht. Doch, wir verraten es. Es sind 10 Stück. Es sind 10 Stück. Ja. Und den Song, den ihr jetzt gleich dann auch akustisch für uns performt, ist da ja mit Sicherheit auch drauf, oder? Richtig. Wie heißt denn der Song und worum geht's? Der Song heißt Janine. Ui. Und in diesem Song geht es um eine Verehrerin, die man aber nicht wirklich gern hat. Die man nicht wirklich will. Genau. Die man abweist, sagen wir mal. Also ein nerviges Groupie sozusagen. Richtig. Richtig. Genau. Alles klar. Ja, liebe Zuhörer, ich würde vorschlagen, die Jungs holen jetzt mal ihre Instrumente und spielen für uns den dritten Song heute, der in der im Antenna-Special gezeigt wird, auch akustisch. Wir hören jetzt von Ron Jambo Janine. Woohoo.
tried to be with me, but I won't let you. You tried to change my mind, but I don't want to. You make me offers no man could refuse. You give me things, but it is still not meant to be. Why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? She wrote 1,000 texts to my fake number. The creepy bastard next door felt flattered. She sent me pics of her in hot lingerie. She gives me head, but it is still not meant to be. Oh, why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? Oh, Johnny, why can't you see that I hate you? Oh, 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 ba ba, boom ba ba, boom ba da, ba da ba da da da, ba da, ba da. Why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? Oh, Jenny, why can't you see that I hate you? Yeah, genau so stellt man sich poppige Tanzmusik vor. Vielen, vielen Dank fürs Performen, Jungs. Ich schwitze. Ich hab auf eurer Homepage gesehen, dass ihr ja schon richtig eigenen Merchandise habt und den auch professionell verkauft. Da ist sogar eine Kochschürze mit dabei. Wer ist denn auf diese Idee gekommen? Ja, wir verweisen hier auf Tobi Stockinger. Das wäre dann wohl ich. Und wir haben quasi T-Shirts, Kochschürzen, Tassen in allen möglichen Farben. Also man kann die Farbe selbst wählen. In allen Größen immer auf Lager, weil wir die gar nicht auf Lager haben, sondern wirklich jedes einzelne produzieren lassen. Aber okay. Die sind auch gar nicht so teuer und die gibt es dann auch immer bei unseren Konzerten zu kaufen. Ich finde die Variante auch ganz gut. Also dass man sich wirklich so die Farbe aussuchen kann und das wirklich so auf sich selber zugeschneidert ein T-Shirt bestellen kann. Sehr gerne. Bist du dann auch so der kreative Kopf der Band, der sich auch so also um die Logo-Gestaltung kümmert, Homepage oder so? Ja, muss man so sagen. Ja, ich mache den Großteil. Der Unterton war nicht. Ja, ich mach den Großteil von dem Ganzen. Ja. Wir würden ja auch gerne, aber wir sind nicht so kreativ. Okay. Okay. Was bedeutet denn das Herzal im Logo? Ist das... Ja, das kommt, also es rührt daher, weil unser erstes Logo, das ich innerhalb von 5 Minuten designt habe damals, da war es halt einfach nur so Aufkleber, wo I love Ron Jambo und das I love war halt einfach dieses Herz. Okay. Und irgendwann hat mir aber das nicht mehr so gefallen, weil es war weißer Hintergrund und dann habe ich das auf so ein quadratisches Format gebracht. Und weil Ron Jambo nicht ganz aufgeht, brauche ich einfach noch das Herz da hinten dran. Ist einfach nur ein ästhetisches Teil. Das ist doch nett, ein kleines Goodie noch mit hinten genau. Dran sozusagen. Außerdem bekommen wir immer wieder gesagt, ja, das ist doch ganz süß. Sehr schön, sehr schön. Apropos Zuständigkeiten, du bist so der Kreative dann, der Grafiker, der die Logos macht. Wer schreibt denn die Songs? Wer kümmert sich denn da drum? Ja, auch ich. ja, das macht aber nichts. Das macht aber nichts, alles klar. Bei euch ist letztes Jahr viel passiert, ihr seid jetzt beim Sprungbrett-Wettbewerb mit dabei. Am 1. Mai, habe ich heute noch gelesen, seid ihr am Marienplatz, habt ihr einen Auftritt. Richtig, wir haben beim Running for the Best Band Contest im Dezember letzten Jahres gewonnen. Super. Wir haben unter anderem da dieses Konzert quasi geschenkt bekommen. Was steht denn sonst noch alles an für euch dieses Jahr? Also ihr bringt jetzt das Album raus, geht es dann auch auf Tour?
es ist keine feste Tour geplant. Also wir spielen halt so oft, wie es gerade geht. Gerne auch außerhalb Münchens. Mal schauen, so eine richtige Tour ist es jetzt nicht. Okay. Du hast gerade schon gesagt, außerhalb Münchens, ihr seid ja aber eine Band von München und ich habe das vorher auch schon den Jungs von Naked Superhero gefragt. Wie schätzt ihr denn so die Situation ein für Münchner Bands? Ist das hier einfach an Auftritte zu kommen? Wie schaut das aus? Unterstützt man sich da gegenseitig als Newcomer-Band? Wie ist das so bei euch? Also das Wichtigste ist echt diese Zusammenarbeit mit anderen Bands. Da, glaube ich, haben wir bis jetzt die meisten Auftritte rausgezogen, weil so Booking-Sachen an Veranstalter schicken, das ist immer sehr mühsam und es ist echt einer von 20 oder so, wo es dann wirklich klappt. Also die Situation in München, ja, könnte vielleicht besser sein, aber wir sind eigentlich ganz zufrieden. Okay. Euer Album, was rauskommt, wird ja mit Sicherheit auch mit einer Release-Party gefeiert, schätze ich jetzt einfach mal, oder? Ja. Was passiert denn da? Die Release-Party haben wir kombiniert mit einem Auftritt im Backstage-Club bei der Emergenza Band Contest wiederum. Okay. Und jeder, der ein Ticket kauft für diesen Contest, kriegt von uns die CD dazu. Das ist doch mal eine tolle Geschichte, wunderbar. Ja, liebe Zuhörer, dann würde ich vorschlagen, 20. Januar ist es soweit, da kommt BAM, das erste Album von Ron Chambo auf den Markt und man kann sich die Jungs gleich anschauen im Backstage-Club, glaube ich, ist das, oder? Richtig. Richtig, alles klar. Tickets gibt es übrigens auf www.ronchambo.de oder .com. Ja, gut, funktioniert wahrscheinlich beides, hoffen wir einfach mal. Und genau, da einfach uns kontaktieren dann. Alles klar. Wer also nicht bis Februar warten möchte, da seid ihr nämlich dann auch bei der Hauptrunde beim Sprungbrett-Wettbewerb mit dabei. Der kann also nächsten Freitag schon ins Backstage schauen. Da spielen die Jungs ihre Release-Show. Und wie gerade schon gesagt, alle weiteren Infos gibt es auf www.ronchambo.de. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und ja, alles Gute für die weitere Zeit. Vielen Dank. Danke. Ciao.